Der Plan der Bundesregierung, Braunkohlekraftwerke vorzeitig zu schließen, traf bei den ostdeutschen Ministerpräsidenten auf harten Widerstand. Noch vor einer Woche beim Neujahrsempfang des Burgenlandkreises bekräftigte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff seinen Standpunkt. Wir haben klar vereinbart, dass es ein Szenario gibt, was den endgültigen Ausstieg 2038 sicherlich anstreben muss. Da kommen wir nicht dran vorbei. So sind die Klimaziele in der Europäischen Union gestrickt. Aber dass es möglich ist, so lange wie möglich auch im Rahmen dessen, was uns auch rechtlich gegeben ist, hier die Braunkohlewirtschaft verbunden mit der Wertschöpfung, mit der chemischen Industrie, mit der gewerblichen Wirtschaft so lange aufrechtzuerhalten, dass es uns möglich ist, in den Jahren, die vor uns stehen, auch wirklich Strukturpolitik zu machen und neue Ansiedlungen mit neuen Arbeitsplätzen zu bringen. Erst neue Arbeitsplätze, dann Abschalten der Kohle. Was anderes geht mit uns nicht. Und das werden wir morgen Abend auch im Kanzleramt deutlich zum Ausdruck bringen. Am Donnerstagabend konnten sich nun die Ministerpräsidenten der betroffenen Bundesländer und die Bundesregierung einigen. Für den Burgenlandkreis stand dabei der Weiterbetrieb des Kraftwerkes Schkopau und damit der Weiterbetrieb des Tagebaus Profen im Fokus. Herr Ulrich, wie haben Sie denn die Nachricht aufgenommen, dass jetzt Schkopau 2034 abgeschaltet wird? Das ist ein gutes Signal für den Tagebau in Profen, der dem Kraftwerk Schkopau ja die energetische Grundlage bietet. Das heißt, für uns gibt es jetzt eine Planungssicherheit, die sich um ein Jahr verkürzt, aber nicht wesentlich mit dem Zeithorizont unterscheidet, den wir bisher im Auge hatten. Ist es jetzt so, dass der Burgenlandkreis irgendwie Schwierigkeiten bekommt, dadurch, dass es jetzt ein Jahr eher ist? Oder sind die Planungen dann so weit vorangeschritten, dass man sagt, man kann dann mit diesem ein Jahr auch leben? Na, zunächst mal möchte ich sagen, dass das ein dickes Lob für den Ministerpräsidenten geben muss, weil der wie ein Löwe gekämpft hat. Wir hatten ja Schlimmstes befürchtet, bis 2026 schon mit einer Abschaltung rechnen müssen und damit auch mit einer Schließung des Tagebaus in Profen. Das ist nun vom Tisch. Das bringt uns 15 Jahre Zeit. Das ist nicht so viel wie 20, aber immerhin können wir jetzt 15 Jahre lang den Strukturwandel organisieren.